Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Ark Steampunk. Ja, unsere Errungenschaften sind wieder sicher im Hafen angekommen. Das Mammut und der Dödi und Danu und Xa natürlich auch. Hallöchen. Moin. Hi. Ja, ach ja. Koja auch. Koja auch. Ja. Wolltest du nicht unsere neue Errungenschaft noch umbenennen? Zwecks Zwillinge und so, also zumindest so. Namenstechnisch. Ja, Holzmichel. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum der Baryonyx Holzmichel hieß. Also ich meinte, weil er es überlebt hat. Also im dem Sinne, so. Er lebt noch. Ja, lebt denn der alte Holzmichel noch? Dann genau. Lebt er noch. Ja, wie nennen wir denn dann das Mammut? War es ein Männchen oder ein Weibchen? Vielleicht so? Ich finde, so ist okay. Haben wir noch eine Brille? Haben wir irgendwo eine Dino-Brille Brille rumfliegen? Brille. Ich schau mal, aber ich glaube momentan. Ja. Weil für unseren Harry Potter muss man eindeutig eine Brille haben. Oh ne, in meiner Rumpelkiste ist keine Brille. In den Kisten unter der Treppe liegt da vielleicht noch was drin? Ah, da könnte was sein, ja. Nein, das habe ich letztens hier ausgeräumt, dass hier nur noch Rex-Helme da gewesen. Achso. Oh. Das ist jetzt vorne alles schon, hier mal cool, ja, dahinter der Rüstung. Da sind die Skins. Hinter der Rüstung? Ja. In der kleinen Kiste da ganz hinten. Ach so, in der hinteren. Okay. Hi. Koja, könntest du mich einmal stupsen? Ach, jetzt darf ich. Weißt du, sonst nie. Nö, jetzt bin ich auch nicht ab. Gut, dann lass es. Moment. Nein, danke, dann. Danke. Konnte doch nicht widerstehen. Haben wir keine Brille? Das ist ja unglaublich. Nein, wir haben. Wollen nicht mehr. Wie heißen die denn? Dino Class, das heißen die, gell? Ja. Mal schauen, ob man die auch pullen kann. Ja, aber unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ja, unwahrscheinlich, ja. Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, schnell alles zu durchsuchen. Verdammt. Oh. Nee, ich glaube, wir haben einfach auch keine. Na gut, dann der Harry Potter ist dann halt ohne Brille erstmal. Ja. Wer hat ja nicht die Ponysattel gelernt? Equus waren die Sattel, ne? Ja, nö. Ich nicht. Muss ich die gelernt? Musst du? Ach nee, doch, ich hab sie. Die waren in der Schmizzi. Brauchen wir einen? Ja, weil unser Kleiner ist groß geworden. Hä? Was denn? Ich weiß nicht, oder ist das Pferdesattel? Nee, ich habe ja mittlerweile wieder umgestellt auf Deutsch. Ich habe doch das vorher gerade wieder auf Englisch umgestellt. Ja, eben, aber ich find's nicht. Warte mal, unter Ancrams? EQ, so. Nö, habe ich nicht gelernt. Jetzt habe ich ihn gelernt. Ist egal. So. Okay. EQ Settle, was brauchen wir dafür? Fiber und Wood. Also dann. Einmal Fiber. Ich habe das wieder umgestellt. Das war mir zu blöd hier mit der Sortiererei, mit dem Suchen. Wenn du das Pullen machst und hast dann immer wieder die englische Sortiererei. Da gab es einen netten Kommentar. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Man kann das tatsächlich umstellen. Das finde ich ja schön. Also man kann diese Sortierreihenfolge beim Pull bei der S-Plus-Mod über eine INI in dieser Mod verändern. Okay. Aber dann wäre es halt deutsch sortiert. Das hätte euch dann sehr begeistert. Ja. Achso, das ist dann generell für alle. Das ist dann generell, natürlich, serverweit. Nee, ja. Nö. Wäre also lustig. Ich habe ja mit dem Gedanken gespielt, das gebe ich ja zu, das einfach zu machen und dann eure komischen Kommentare abzuwarten. Was ist denn hier kaputt? Wo ist das Pferd? Ist ja nur gut, dass hauptsächlich das habe ich zu den anderen in den Stall gestellt, genau. Genau. Das darf jetzt mit den Raptoren kuscheln, die ich da auch irgendwie zwischengelagert habe. Aha. Ja, der Pferdestall muss noch ausgebaut werden. Da muss noch so ein Auslauf davor und. Wollen wir uns jetzt das Steamzeug vorher anschauen oder wollen wir vorher ins Wasser? Ja, wir haben uns im Osten ein bisschen Steam-Zeug angeguckt. Da gibt es noch so ein paar schöne Sachen, in der Tat. Naja, wir hätten das Schiff irgendwann gern fertig.
Ja, ja, Und hier ja, liegt ja, schon ja. wieder ein totes Schweinchen rum. Ja, Moment, ich schau gerade mal, was war denn jetzt alles hier? Da gibt's noch Copper Class Top quasi. Da gibt's wir hatten noch einiges gelernt, was jetzt neu war. Ganz oben war das, ne? Da gibt's so eine hier, so eine Atmospheric Hydro Water Jug, also so eine Art Kanteen aus der Mod. Dann Da haben war wir einiges, ja. die Steam Tannery, die aus Hide Leder macht. Das wiederum brauchen wir, glaube ich, für die Rüstungen Leder, sonst glaube ich noch gar nicht. Und dann war der Coil Collector. Nee, das war das. Nee, das war das. Das war. Nee, Moment, wo ist denn das Ding, was wir gerade getestet haben? Wie heißt denn das? Steam Powered Press, das ist zwischen Atmosphäre Ah, da. Hydro und Hab's. Coil Generator. Das haben Genau. wir ausprobiert, genau. Und das macht halt Öl und Super Fertilizer, also Super Und Dünger. Dampf. Und Dampf. Und ich Und habe hier noch davon so jede Kacke. Menge. Und davon jede Menge So. Dampf. Ja, hab ich das noch im Inventar, den Dampf? Ja, ich habe. Ich trage noch Achso, Xa hat 7000 sich Dampf. zugedeckt mit Ja. Scheiße. Ja, trage noch 7000 Dampf mit mir rum. Das ist fantastisch. Ja, nö, können wir doch mal zeigen, das Zeug. Komm. Ja, na warte, dann hole ich die Rohrleit also die Leitungen wieder. Ja, das. Nö, wir bauen es hier in der Nähe vom Wasser. Also noch besser. Es braucht einfach nur Wasser. Das ist ganz interessant. Also, was wir noch nicht rausgefunden haben, vielleicht weiß es jemand von euch, wie dieser Powered Coil Generator, also letzten Endes der Power Generator, die Dampfmaschine, funktioniert, Genau. weil die ist einfach bei uns, Die tut nichts. die wir bei uns ja auch im Schiff stehen hatten. Die machen nichts, ne, will nicht. Ja, insofern, ich kann die nochmal hinbauen. Naja, wir wollten ja noch diesen Elektrik-Dings ausprobieren. Genau. So, pass mal auf, ich stelle die jetzt mal hier Ist hin. das noch die alte oder hattet ihr die auch neu gebaut? Das ist noch die Oh, alte. die ist nicht Achso. in der Nähe vom Wasser, scheint's. Oh, vielleicht liegt Warte, es ich ja gebe halt daran. einmal meine Wasserflasche rein. Ja, oder so, aber ich wollte es eigentlich gerade mal in der Nähe vom Wasser bauen. Ob das wieder funktioniert? Nö. Dann war Ja, das dann gebe vorhin ich auch einmal wegen dem. Kanteen rein. Genau. Also die braucht Wasser, aber wenn man die jetzt fest mit Wasser verbindet, also wir hatten das so gemacht, dass da so ein Water Outlet direkt in der Nähe war und dann hat die irgendwie permanent gekriegt und die produziert innerhalb von Sekundenschnelle Dampf, wie ihr seht, dann Jetzt haben läuft wir das schon bei irgendwann 100 über. Dampf. Also ist es eher sinnvoll zu sagen, komm, man macht halt so viel Dampf, wie man braucht, indem man einfach ein bisschen Wasser aus der Kantine reingibt. Bloß nicht in den Regen stellen, glaube ich, weil wenn die mal voll mit 500 Wasser ist, ihr seht, die verbraucht fast nichts. Naja, außer sie hat irgendwo einen Stopp, das wissen wir ja auch noch nicht. Vielleicht Achso, hört sie irgendwann doch dass die auf bei zum 10.000 Produzieren. aufhört, Ja. das wäre eine Möglichkeit. Naja, und dann mit den Zutaten, die wir jetzt mal reinschmeißen. Ah, du hast das eh noch Zip, alles. zip, bis auf das. Und ich hole noch ein bisschen Kacke. Da hat mir der Xaja netterweise was hingelegt, was bestimmt jetzt alles weg ist. Warum Ja, rennst du so ansonsten weit? kannst du ja auch bei den Pauseschweinchen schauen. Du brauchst nur Pauseschweinchen, genau. einmal. Pauseschweine, die wollte ich noch in Ruhe zeigen. Ah. Pauseschweine, machen wir gleich. Jetzt machen wir kurz Dampf. Er hat übrigens schon Kohle produziert, die war wohl vorher gerade noch kurz vorm fertig werden. Nicht Kohle, Öl. Öl. Öl, so. Komme, 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 komme. Da dampft das Ding. Ist eigentlich ein ganz praktisches Teil. So, wenn das jetzt automatisch drin ist, dann produziert er hier oben automatisch aus dem Mist plus Spoiled Meat plus Hide Öl. Das Ganze läuft mit maximal 5 gleichzeitig. Also, jo. Ne, maximal 5 Öl gleichzeitig werden produziert und beim Dünger ist es genauso. Maximal 5 Dünger gleichzeitig und die brauchen einen normalen Fertilizer, einen normalen Dünger, dazu noch Chitin, Spoiled Meat und Häute und dann kommt da nach einiger Zeit, ihr seht, das dauert lange, dann entsprechend dann der Superdünger raus und da unten wird währenddessen, solange Ich da sehe, eben dass wir Wasser da jetzt auf drin ist, 9000 sind fast. ja, eben, ja, 8,4, ja, oh, lassen wir mal laufen, mal gucken, was rauskommt, den Superdünger mal schauen, welche Punkte er hat, lass mal einfach mal laufen. Ja, und da sind die Pausenschweinchen, die ihr vielleicht im Stream gesehen habt, im letzten. Ist das nicht schön? Kurze Pause, gleich geht's weiter. Ist das nicht fantastisch? Hat der Ja, Xar es zusammengepinselt? wurde ja noch angemerkt, dass man dazwischen ja ein Dodo als Komma mitlaufen lassen könnte. Ach so, ein Komma-Dodo. Du kannst. Das wäre vielleicht lustig, wenn du dem ein Komma auf den Rücken malst, ja.
Oder was gibt's noch klein? Oder ein Babyschweinchen mit dem Komma drauf. Zwischendrin. Ginge auch, ja. Das wäre auch lustig, ja. Das stimmt. Wen haben wir denn eigentlich? Wir hatten hier mitgewirkt. Neben einem neuen Fiomia, noch unbenannt. Mugli, Seriously, noch eine Fiomia unbenannt. Noch eine, oh, du ganz unbenannte genommen. Ich hab halt einfach in den Stall gegriffen, das Ja, Erstbeste, was voll. mir unterkam. Musst du gern glauben. Ach ja, unsere Pausenschweine. Das stimmt, so ein Komma-Dodo oder ein Komma-kleines Schweinchen wäre echt lustig. So ein Komma-Schaf. Komm, Alter. Vor allem, weil die so lustig nebenher springen würden. Ja, genau. Stellst du den Generator auch nur irgendwo auf, Koja? Weil dann probiere ich das mit dem Elektrik-Dingsbums da noch, mit den Outlets. Ich stelle ihn einfach daneben, dann neben das Ja, Ding. ist okay. Wir waren Mann, ja da ich noch nicht, renne als ich irgendwie dort immer war, ins testen. falsche Schiff. Wir sollten irgendwie, glaube ich, die Schiffe doch wieder umstellen. Nee, das Nein, geht aber nicht. Koja möchte noch was bauen da. Haben wir uns ja vorher auch schon unterhalten. Ja, die Treppe. Ja, nee, es gibt keine Wendeltreppe. Es gibt keine Steampunk-Wendeltreppe, keine Kupfer-Wendeltreppe. Das sieht so ein bisschen schäbig aus. Ich bin bei dem Eingang hier zu dem großen Schiff immer noch nicht weitergekommen. Wir sind da immer noch am Rätseln, ob wir hier eine Rampe noch bauen oder. Ist aber egal, dann machen wir halt da trotzdem die Ceiling und bauen halt notfalls ums Eck die Treppe hoch. Das sieht doch doof aus, glaube ich. Nö, warum? Weil du auch so ewig läufst. Du wirst das nie nutzen. Was? Da den Eingang. Nee, den eh nicht, aber wenn er da ist, sollte man einbauen. Und wenn er nur Deko ist. Ja, aber zu Deko sieht er wieder zu blöd aus, weißt du? Dann würde ich lieber sagen, okay, komm, das Schiff hat halt hier keine Anlegestelle, man muss hinten durchs Tor. Ja, oder so. Aber ich meine, da könnte man schon so rumbauen. Das wäre ja nicht das Problem, denke ich. Oh. Weiß nicht, mir gefällt, ja, also hier könnte man noch eine Rampe hochbauen dann da vorne oder sowas. Das wäre dann, glaube ich, immer noch eher die Lösung, als innen was zu machen. Weil letzten Endes, wenn es da innen über einen Umweg, dass du wieder zurück musst, dann hinten die Treppe hoch, dann läufst es nicht. Dann gehst du immer von hinten durch die Tür rein. Also so schön das ausschaut, Kuya, ich würde da nicht lang rennen. Eben. Wie ich würde, was? Moment mal. Ich würde da nicht zu deinem Eingang hinrennen. Nee, eben, deshalb. Also es sei denn, man will direkt aufs Deck, dann würde ich es schon eventuell machen. Also wenn hier eine Rampe ist, dann würde ich da eventuell schon laufen, obwohl meistens muss man dann auch wieder nach hinten. Wir laufen einfach von hinten rein. So. Aus. Jetzt beschlossen. Geschlossen, Eingang. Man hängt da ein Schild drüber. Eingang hier. Okay. Eindeutig. So. Jetzt wird noch ein bisschen der Dock verschönert. Noch keine Ahnung wie. Womit? Warum? Wieso? Wozu? Eben. Ich hab da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Oje, da hab ich immer Angst. Die Glaspanels, wo kriege ich die her vom Steampunk? Glass Panels, Die werden doch links auch daneben. eingeschmolzen, oder? Ja, links daneben in der Forge, da Ah, stellst du da, sie hin. ja, stimmt. Mit Crystal. Ja. Ich glaube, hier müssen wir wieder mit Trick 12 arbeiten. Dealing. Trick 12, pass auf, wir brauchen Pille. Bin immer noch begeistert von Xars Frisur. Warte nur, bis wir dich einmal erwischen, Koja. Warte nur. Ach bitte, ja? Was denn? Unsere schönen Gesichter verdanken wir doch auch dir. Das gefällt euch doch augenscheinlich. Xa, du schießt ihn um, ich bemale ihn. Was Ja. haltest du davon? Lässt sich einrichten. Okay. Ihr habt mir so eine Mühe gegeben, jetzt mal bitte, ja? Und wieso geht das nicht? Ah, okay, braucht Öl.
Quatsch, der Muttenpiller ist ja. Moment, da, da, da. Ich will immer die Pillar, die S, die, also die Advanced Pillars oder wie die heißen, in der S Plus Mod bauen. Das sieht cool aus. Great Wooden Pillar. 1, 2, 3. Es fehlt jetzt Wood. Und davon brauchen wir noch ein paar mehr. So, und dann brauche ich jetzt noch die normalen Pillar. Ey, sag mal, Xa. 12.000 Stream hat er schon produziert. Ich hatte es schon zwischendrin überlegt, ob ich mich umdrehe. Ich hab's das gehört, da ist was. Dass du da bist und irgendwas rausgenommen hast. Das gibt's doch wohl nicht. Smallwood Pillar. Was ist produziert? 12.000 Steam, also 12.000 Dampf. Der läuft und läuft, ja. Ja, gut. Das Electric Cable ist ähnlich wie vorhin. Es snappt. Doch, es snappt. Moment, es snappt. Und jetzt? Wenn es jetzt schon keine Laternen mehr gibt, dann müssen wir eben. Ja, dann muss ich eben welche bauen. Das ist so mein Problem gerade. Aber mal gucken, ob das funktioniert. So, wir brauchen die S Plus. Ach, die gehen nicht an die Ecke? Oh Gott, dann brauche ich ja noch mehr Tricks. Ach du. Brauche ich ja Trick 12. Eieiei. Ja, ja. Das wird ja immer heftiger. Also man kann eine Stromleitung dran planschen an diesen Coil-Generator. Eine Stromleitung, aber passiert nichts, ne? Nein, Stromleitung und Outlet kriegst du dran. Hörst du auf mich? Beschnippel mich, ey. Das ist ja unglaublich. Wird an mir rumgeschnippelt, während ich höchst wichtige Dinge tust. Dinge tue. Tue Dinge. Tut Dinge. Es tut Dinge. So, was habe ich jetzt hier wieder aus Versehen reingelegt, was ich eigentlich nicht reinlegen wollte? Ach man, das ist doch blöd, dass das automatisch ausgetauscht wird jetzt. Seit kurzem. Irgendwas habe ich da jetzt drin gehabt, was ich jetzt hier da jetzt nicht in mein. Früher war es immer so, du hast irgendwas aus dem externen Inventar geholt, in deine Schnellleiste gezogen und das, was in der Schnellleiste war, ging in dein Inventar. Jetzt wird es getauscht zwischen dem externen. Nee, das war schon immer so. Eigentlich. Das ist nicht wahr. Doch. Du lügst. Natürlich, tue ich doch immer. Weiß das. Keine Ahnung, was da jetzt reingegangen ist. Das irgendwas habe ich jetzt nicht mehr im Inventar, was ich eigentlich gerne im Inventar hätte. Wenn's sehen. So. Ey, immer noch überladen, das gibt's ja gar nicht. Wiegt ja alles nix. Was wiegt nix? Ey, ich weiß nicht, ich bin überladen mit so ein bisschen Mist hier. Mit was für Mist? Mit dem ganzen Deko-Zeug. Achso, das ist doch kein Mist? Nee, das ist super schön, das wird ja auch ganz toll. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert mit der Railing und den S Plus Pillars, ob die da an den Rand snappen. Also es läuft offensichtlich weiter, auch wenn null Wasser drinnen ist. Okay. Und Steam wird offensichtlich nicht verbraucht. Warte, ich schreibe mal jetzt mal das 12.146 auf. Letzten Endes ist das Steam nur dazu da, dass das halt dampft mehr oder weniger, aber es wird nicht verbraucht, ne? Also. Aber ich denke, das wird einfach noch nicht richtig implementiert sein. Ja, irgendwas ist da noch nicht so. Also wie mit dem Generator, ich meine, das Einzige, was mir echt noch einfallen würde, ist, dass man einen Generator wirklich einmal neu baut. Ich meine, so teuer ist er jetzt auch nicht. Insofern kannst du, wenn du magst, das Ganze probieren. Ja, machen wir's mal. Die neue Workbench könnt sich dann auch anschauen. Schaut nett aus. Die Electrical? Oder was hast du? Ja. Nein, die habe ich für das Outlet und für die Stromleitung gebraucht.
Moment, jetzt finde ich den Generator nicht. Ist das schwierig? Voll. Also. Man. Wie meinst du? Ach, alles easy. Nee, funktioniert voll gut. Man hört's, Kuja, man hört's. Dachte ich mir. Ja, Moment. Drückt die Daumen. Ja, ihr auch. Welcher Daumen? Ja. Schaut genauso aus wie der andere. Und macht genauso viel. Okay. Fällt in die Kategorie, das hätten wir uns sparen können. Fällt in die Kategorie. Oh. Genau. Bitte probieren Sie es später wieder. Genau. Aber das würde dann heißen, wenn wir einen Generator brauchen, müssen wir dort wenigstens einen alten nehmen, quasi, also einen normalen. Momentan schon noch, ja. Oh Mann. Tja, lockt mir ein entschiedenes Naja, dieser Laternenmast. Was für ein Laternenmast? Ich habe hier einen Laternenmast gebaut. Ich hab, am Steg hinten, aber ich reiße gerade wieder ab. Du könntest, in der Electric gibt es jetzt auch die Steampunk-Beleuchtung. Ich weiß noch natürlich nicht, was die dann braucht. Wahrscheinlich braucht den Strom. Heute wird bei Danu nicht gelacht, heute wird bei Danu geschraubt. Ja. So, ich mute mich, ihr unterhaltet mich, so? Nein, Quatsch. Bisschen Baustelle. Das passt doch auch gerade total hier zum Bauen, weißt du? Ja, das hat auch gerade eine Beleuchtung angebracht. Also in Wahrheit sind das nicht meine Nachbarn, in Wahrheit ist da irgendwo der Koja, der bohrt jetzt. Ja, der bringt jetzt die Löcher vor die Lampe an. Mhm. Richtig. Das ist der Nachteil an Stahlbetonbauten. Da brauchst du eine ordentliche Bohrmaschine. Und die hörst du noch. So, jetzt noch mal kurz gucken. Thickness 1.4. Accept. Ist das Ding hier so in der Mitte besser? Ich weiß es nicht. Das ist ein schöner Laternenmast. Sehr, sehr schön. Wirklich ein Träumchen. Hast du die normalen Pillar genommen oder die, Ich habe die erst die Pillar Plus genommen. Weil die normalen, da sieht's kacke aus, aber die Pillar Plus, da musst du halt auch mit Trick 12 arbeiten, wie gesagt, dass du sie überhaupt bauen kannst. Ja, ne, sieht gut aus. Und die jetzt? Wood Fans Foundation Pickup. Ja gut, mit ein bisschen Farbe könnte man den noch farblich halt ein bisschen an den Steak angleichen. Warum willst du einen Pillar an den Steak angleichen? Ja, so ein bisschen blutig, weißt du. Ach so. Well done. Well done eben. Ja. So, jetzt will ich mal schauen, wie das da... Oh, doch. Tütum. Damit sieht man das Loch nicht mehr. Gute Idee. Boah, da habe ich jetzt gerade mal eine Idee. Kriegt man das hin? Was dann? Was dann? Oh, Moment. Dass man was an den Kran dranhängt, zumindest so, dass es so aussieht, als ob. Weiß nicht, ob die Kette Support gibt, aber ja, wäre vielleicht möglich. Ja, nee, das Support in dem Sinne, glaube ich, gibt es nicht. Ich kann mal gucken. Also das wäre natürlich am simpelsten, warte mal. Das teste ich jetzt mal aus. Aber das glaube ich jetzt nicht, aber ich dachte gerade daran, mit einem Pillar unten was dran zu bauen.
Und mal, kann ich die Kiste auf den Pillar draufstellen? Nur mal gucken, gibt der Support? Weil die kann man nämlich so dünn machen, dass man sie nicht... Das geht. Ja, das geht. Jetzt müsste ich nur noch, ne, einen Pillar bauen, der genau unter dieser Laternen ist hier. Oh Gott. Willst du eine Kiste aufhängen quasi, oder was? Ja, so, dass es am Ende aussieht, als würde sie hängen, aber in Wahrheit... Tut sie das nicht. Steht's drauf. In Wahrheit steht sie auf einem Pillar, den man unsichtbar macht. Mhm. Das heißt, genau am Schiff hoch eigentlich das Ding. Das könnte nur ein Problem machen, wenn man da mal mit dem Dino... Ja, ich weiß auch nicht, der Xa hat da angefangen, irgendwie was Tolles zu machen und... Er hat dann vergessen, dir auch das Gesicht anzumalen. Das kann ja noch kommen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich fertig bin. Ja. Danke. Ich glaube, das ist mal ein Projekt, das mache ich mal im Off. Das ist jetzt zu viel Gefrickel. Aber die Sache ist möglich. Also machbar ist das. Sag ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Der nichts Falsches. Es traut sich doch eh keiner was zu sagen. Okay. Ziel erreicht. Weil das weiß eh jeder, Koja. Das brauchen wir auch gar nichts mehr sagen. Bitte? Was? Danu, hast nur das Benzin versteckt? Das steht vorne, also in der Kiste vorne bei deinem Vogel. Beim komischen, oder wie heißt's, bei dem Pelagornis vorne. Bei der dummen Gans. Ich weiß nicht, welches. Ah. Nein, ist sie tot. Haben wir noch die dumme Gans? Ja, eine neue dumme Gans haben wir doch schon. Also ja, genau, ja. Da haben wir das ganze Benzin, was wir haben. Dann sind jetzt gerade wieder ein paar Schnetzel am Durchlaufen. Die Fässer brauche ich unbedingt, diese... Oh, da liegt übrigens auch schon wieder ein Baby. Diese Fässer von Xar. Da brauche ich noch mal ein paar welche. Machst du die selber oder soll ich irgendwelche entwerfen? Ich denke, ich habe die auch gelernt. Ich muss nur mal gucken, wie die heißen. Oh, erstmal einen Schluck mehr Wasser im Moment. Also, da du Englisch wieder aktiviert hast, vermutlich irgendwas mit Ball. Ja, vermute ich auch. Ja, sowieso. Die Mods sind ja nicht übersetzt groß gewesen. Crafting Barrel. Nee, Barrel nicht. Ja. Hab ich am Ende doch nicht gelernt? Oh, ist nicht irgendwas mit Stack oder wie? Nee, die heißen Barrel Stack. Ja, doch, Stack. Ja, die habe ich vorher auch gerade gelernt, also die solltest du eigentlich ganz einfach finden. Das hab ich scheinbar nicht gelernt. Moment. Dann. Evil Bell Stack, tatsächlich, habe ich nicht gelernt. Die sind ja schon nicht lang drinnen, glaube ich. Ah, okay, das erklärt's. Also ich habe es auch erst heute gelernt. Oh, der Fiumia ist auch ausgewachsen. Herzlich willkommen in der Massenproduktion. Du darfst jetzt hier hinein und darfst da drinnen bleiben, bis du, weiß ich nicht, 200 Kinder hattest. Nehmen Sie sich ein Kondom und gehen Sie zu... Dann brauchen wir aber bitte eine Kondomfabrik, ja? Ja, ich fürchte. Ja, ich meine, wir haben jetzt ja auch eine Sepp-Großproduktion, also das sollte schon gehen. Oh, die brauchen ja richtig viel Holz, die Barrels. Ja, die fressen gut Holz. Das war auch einer der Gründe, warum ich da nur zwei bisher oben habe. Ja, ich werde dann jetzt auch nicht übertreiben. Spontan überlegt, nee, komm, zwei reichen. Kann man erklären, warum es einen kleinen Baum gibt und einen riesengroßen Baum? Warum gibt es die Zwischending nicht? Das ist doch überall so. Die Mitte ist doch überall weg. Ausverkauft. Jo. Ja, nehmen wir mal das andere da. Wieder keiner mehr. Dass die Bäume nicht zusammenpassen. Ich werde das nicht merken, nein.
Nein, ich habe dir gerade gesagt, du wirst das nicht merken. Merk dir das. Das merke ich mir. Er merkt sich, dass er sich merken kann. Er merkt sich, dass er es nicht merken wird. Damit er es nicht merkt, wenn er es dann merkt. Eieiei. Ach Zu du Scheiße. kompliziert. Sonst wär's doch zu einfach. Also, was soll ich mir jetzt merken? Also Steam wird keins verbraucht. Er ist jetzt bei der etwas über der Hälfte vom Fertilizer, bei null Wasser. Und warten mal. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er den Fertilizer wirklich gerade weiter produziert. Kann ich da nicht sagen. Kann doch mal Kacke reinschmeißen, dann siehst du es ganz schnell, ob er was produziert. Und dies produziert er, ja, das habe ich schon. Ja, dann produziert auch Die kam Fertilizer. ich nämlich auch schon. Oh. Komische Lichtverhältnisse hier. Irgendwie gerade, ja. Ach, die passen doch wunderbar dazu, merkt man gar nicht den Unterschied. So, die sind wenigstens mittel. Noch mal kurz, mal was gucken. Wird mal dunkel. Ja, ist okay. Oh! Oh! Das sind Leuchten. Das sind ja Leute. Das ist ja hell. Da, du hier. Ich Sollen wir zu dir kommen oder bin lohnt es sich nicht? geblendet. Das lohnt sich nicht. Kann man den Stein da vorne weghauen? Ja, kann man. Fantastisch. Mit weiteren fantastischen Bauten geht es Geht's dann in der nächste Mal nächsten Folge weiter? weiter. Genau. Oh, ein Level Up hier ist ja sensationell. Ja, dann schauen wir mal, was wir dann anstellen. Wir wollen ja jetzt noch ein bisschen Tierchen zähmen eigentlich, ne? Ins Wir wollen ja Wasser eigentlich, gehen. genau, wir wollen im Wasser eigentlich noch das ein oder andere Geschöpf zähmen und dann vor allen Dingen verpaaren, dass wir diese Wasserbabys mal sehen, also die von Hai und Co. Ich die. Ich, die und ach, wie sie alle heißen. Vor allem Basilosaurus. Das würde mich auch schon sehr interessieren auch. Also dann, vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken, was wir dann anstellen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.